Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Mein Name ist Hans Drexler. Ich bin Leiter des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und zurzeit Präsident der wissenschaftlichen Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Der Alltag der Arbeitsmedizin ändert sich permanent, weil sich unsere Arbeitswelt permanent ändert. Da reagiert auch immer der Verordnungsgeber mit Modifikation der Vorschriften. Ganz konkret ist natürlich diese Pandemie auch im Vordergrund. Der Arbeitsmediziner macht Präventivmedizin, Vorsorge. Hier ist Vermeidung. Ich nehme mal das Stichwort Atemschutzmaske, Abstand, räumliche Voraussetzungen. Hoffentlich wird es irgendwann einen Impfstoff geben. Das wäre auch eine Maßnahme der primären Prävention. Sekundärprävention ist die Früherkennung. Hier gibt es viele Betriebsärzte, die Personen, die aus Risikogebieten einreisen, nicht nur im Urlaub, sondern auch beruflich, dass die halt frühzeitig getestet werden und keine Mitarbeiter anstecken. Die tertiäre Prävention ist die Beeinflussung des Krankheitsverlaufs. In der akuten Phase wird ein Mensch natürlich nicht am Arbeitsplatz sein, wenn er erkrankt ist, aber wir sehen jetzt viele Folgeerkrankungen, dass also nach einer überstandenen Covid-Infektion auch nach der Infektionskrankheit weitere Beschwerden bestehen. Auch hier muss man schauen, wie kann der Arbeitnehmer arbeiten, ohne sich selbst und andere zu gefährden. Und der wichtigste Punkt ist die quartäre Prävention. Quartäre Prävention heißt, man soll die Menschen schützen vor unnützen und überflüssigen Maßnahmen. Und hier, glaube ich, gibt es bei der Vielzahl von Fake News immer wieder Aufklärungsarbeit, weil wir lernen ja selbst, also die Wissenschaft lernt ja selbst von Monat zu Monat hinzu. Und wenn es erst hieß, keine Atemschutzmasken und dann hieß es Atemschutzmasken, dann ist es doch eigentlich ein Beweis dafür, dass die Medizin dazu lernt. Man hat vor einem halben Jahr vieles nicht gewusst, was man jetzt weiß. Und wenn man das konsequent umsetzt, werden wir diese Pandemie beherrschen. Aber da gilt es natürlich, Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu trennen von der Vielzahl der Fake News. Ich denke, die meisten großen Betriebe beziehen selbstverständlich einen Arbeitsmediziner ein. Es gibt sowohl bei der kollektiven Prävention, also ganz Basisdinge, dass man sagt, jawohl, Masken tragen, Abstand halten, Händedesinfektion, das hat seinen Wert. Lassen Sie sich nicht verunsichern von anderslautenden Meldungen. Oder jawohl, die Covid-Pandemie ist eine schwere Erkrankung und lassen Sie sich nicht von Meldungen verunsichern. Das ist eine Grippewelle, die muss man einfach durchlaufen lassen. Und dann gibt es natürlich auch die Gefährdungsanalyse, dass ich mir als Arbeitsmediziner überlegen muss, an welchem Arbeitsplatz kann wer arbeiten. Es gibt eine hohe Gefährdung in Kliniken bei der Pflege von Schwerst-Covid-Erkrankten. Es gibt ein hohes Risiko in Kliniken. Es gibt das mittlere Risiko in Großraumbüros, bei Kundenverkehr, also in der Supermarktkassiererin. Und dann gibt es das geringe Risiko, das die Allgemeinbevölkerung trägt. Man wird am Arbeitsplatz natürlich auch kein Nullrisiko haben, aber immer wenn das Risiko höher ist als von der Person der Allgemeinbevölkerung, müssen Schutzmaßnahmen greifen. Und speziell die ärztliche Tätigkeit ist dann natürlich das individuelle Risiko abzuschätzen. Denn Vorerkrankungen unterliegen natürlich der ärztlichen Schweigepflicht. Also man will ja Arbeitnehmer nicht dazu zwingen, seine Vorerkrankung den Arbeitgeber zu offenbaren. Aber der Arbeitsmediziner kann unter der ärztlichen Schweigepflicht diese Informationen haben und das in betriebliche Sprache übersetzen. Diese Person darf diese Tätigkeit nicht mehr machen, ohne preiszugeben, was die Ursache ist. Naja, die Basis für die arbeitsmedizinische Tätigkeit ist die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und die hat auch in Pandemiezeiten die Gültigkeit, also so wie die Straßenverkehrsordnung gilt auch diese Verordnung, die wird vielleicht anders umgesetzt werden. Man wird
was möglich ist, telemedizinisch machen. Ich denke, wenn es heißt, wir sollen Kontakte meiden, so gut möglich, dann wird der Betriebsmediziner auch Dinge, die er vorher in körperlicher Präsenz gemacht hat, telemedizin. Also ich bin in unbezahlter Nebenfunktion auch leitender Betriebsarzt meiner Universität und ich nehme jetzt an solchen Arbeitssicherheitsausschuss-Aussitzungen über eine Telekonferenz teil und nehme als körperliche Präsenz. Warum sollen sich 15 Leute körperlich treffen, wenn man sich kennt und wenn man das, wie wir hier beide aufhören, über entsprechendes Medium machen kann? Und das Gleiche geht natürlich auch für arbeitsmedizinische Beratungen. Die finden jetzt schon teilweise als Videokonferenz statt. Und das ist, meine ich, auch sehr sinnvoll. Wenn es mir um Untersuchungen geht, das geht dann nicht telemedizinisch. Hier wird der Arbeitsmediziner ein neues Spektrum haben, zum Beispiel, indem er auch Covid-Testungen vornimmt.